da habe ich mich falsch ausgedrückt. Sie war ein Kind, was in ärmlichen Verhältnissen auf... wie nennt man das nochmal? In ärmlichen Verhältnissen? Ja, in Armen. Arme. Okay, ich gehe mal mit dir diese Argumentation. Jetzt stell dir mal vor, du siehst, wie ein Kind in ärmlichen Verhältnissen aufwächst. Du kannst dieses Kind anhand von deinem Geldbudget kannst du helfen. Musst du sie dann aber auch heiraten und dann, du weißt schon, was mit ihr machen? Okay, hör mal zu jetzt. Ist das nicht eine ehrenlose Tat, dieses Kind auszunutzen, sie zu heiraten und dann auch noch ihre Unschuld zu nehmen? Oder ist das ehrenhaft, dieses Kind zu dir zu nehmen, sie großzuziehen und sie nicht anzufassen? Okay, hör zu mir. Was ist ehrenhafter? Okay, wie willst du den Eltern... Was ist ehrenhafter? Okay, Antwort. Hör zu, wie willst du den Eltern das Kind wegnehmen? Antworte, was ist ehrenhafter? Das Kind großzuziehen, ohne es anzufassen? Oder ist es ehrenhafter, das Kind sexuell zu missbrauchen? Das stimmt nicht. Was ist ehrenlos und was ist ehrenhaft? Okay, guck mal, wenn du aus dem Aspekt redest von sexuell Missbrauch... Das kann doch nicht wahr sein. Antwortest du bitte? Komm, ich möchte mich nicht aufregen, bitte. Aus diesem Aspekt, wie du das erzählst, was ganz falsch ist, irreführend, würde ich sagen, natürlich aufziehen. Aber das war was anderes. Das war damals so. Das war was anderes? Es ist zu keiner Zeit irgendwie was Gutes, wenn du auf einmal die Situation eines Menschen ausnutzt, um deine Vorteile daraus zu ziehen. Ist doch Quatsch sowas. Zu welcher Zeit soll denn sowas gut sein? Also, geht's dir noch gut? Okay, hör mal zu. Darf ich auch? Hör mal zu, wie soll ich dir denn noch zuhören? Hör mal zu. Wie oft willst du das noch sagen? Du lässt dich ja nicht ausreden, Amir. Ja, doch, ich lass dich ausreden, aber ich möchte, dass du klar und deutlich antwortest. Okay, dann lass mich antworten jetzt. Okay, also okay. Guck mal, ich hab dir, du hast gesagt, sexuell missbrauchen, was sehr irreführend ist und was, also du kannst das echt gut, egal, auf jeden Fall, das war damals so, wenn er sie geheiratet hat, hat er sie sozusagen in sein Haus mit reingeholt und in seine Verhältnisse mit rein, sozusagen, dass Aisha dann sehr gut somit groß wachsen konnte. Von ihm lernen kann. Warum muss er dieses Kind dann auch noch sexuell missbrauchen? Warum? Okay, warte mal, bis hierhin stimmst du mir zu. Und er kann ein Waisenkind nicht einfach, was für ein Waisenkind? Ein Kind von den Eltern nicht einfach wegnehmen, was in ärmlichen Verhältnissen groß geworden ist. Weil das den Eltern gehört, das ist das Recht der Eltern. Er kann doch nicht einfach hingehen und das wegnehmen, natürlich nicht. Aber durch die Heirat konnte er sie zu sich bringen. Okay, bisher okay? Ja oder nein? Okay, solange er sie sexuell nicht begehrt, dann ist es kein Problem. Er kann sie großziehen. Bist du da mit mir? Jetzt pass mal auf. Jetzt bisher okay. Hör zu. Bisher, wie ich gesagt habe, okay. So, jetzt sag mir, in welcher Auslieferung steht, dass Aisha, was hast du gesagt? Wie alt war sie, als er mit ihr 6 Jahre verkehrt hat? Okay. Sag mir, wo das steht. Sondern Abi Dawud 21:21. Okay, merkst du, dass nirgendwo auf seinen Mund kommt, dass solche Sachen im Koran stehen? Sure 65, Vers 4, erlaubt ihr Babys zu heiraten. Okay. Sure 25, warte mal, ich mach wieder. Sure 65, Vers 4, nicht Sure 24. Sure 25? Nee, warte. Sure 65, Vers 4, bist du Schiite? Ja. Okay, ich lese dir mal eine Fatwa von deinen schiitischen Gelehrten vor. Ja, mal gucken, was du davon hältst. Was du davon hältst. Vers 4, ganz ruhig, mein Kleiner. Wenn ihr zweifelt über jene eurer Frauen, die keine... Ich werde dir noch zeigen, was hier abgeht. Warte, mach dir keine Sorgen. Ich bin da für euch alle, sowohl für die Schiiten als auch für die Sunniten. Da kein Problem. Ihr seid alle unter meine Fittiche. Euer Dr. Chef lässt euch nicht im Stich. Ich bin da, mach dir keine Sorgen. Habib, mach dir keine Sorgen. Dr. Chef Abu Hamid ist da. Amir, er lässt euch nicht. Ey, Amir, mal so eine generelle Frage. Bist du Postbote oder was machst du? Was bin ich? Postbote? Lenk nicht vom Thema ab. Kein Thema wechseln jetzt. Mach hier keinen Unsinn jetzt. Okay. Amir. Kein Unsinn machen jetzt bitte. Eigentlich soll ich die. Ey, du bist. Ey. Egal, such aus.
Ich warte, ja. Ich warte, ja. Kein Problem. Lalalilalalila. Warte hier. Hier ist eine Frage, die ein Schiite stellt. Ich möchte fragen, ob es zulässig ist, ein weibliches Kind zu genießen. Wie Imam Khomeini, möge Gott ihn segnen und ihm Frieden schenken, in seinem Buch sagte, und ich möchte bitte eine vollständige Antwort in Form eines Artikels. Jetzt pass mal auf. Und das findest du nur im Arabischen, damit die anderen nicht auf die Idee kommen, den Islam zu verlassen. Guck mal hier. Die Salafis wiederholen oft, dass Said Khomeini, möge Gott mit ihm zufrieden sein, eine zeitweilige Ehe mit einem weiblichen Säugling erlaubt. Und sie behaupten, dass es im Buch Tahrir al-Wasila eine solche Fatwa gibt. Aber Tatsache ist, dass es keinen Text gibt in diesem Buch in diesem Sinne. Und das Thema, das sie verzerrt haben, ist Frage Nummer 12. Ist es nicht erlaubt, mit der Frau SEX zu haben, bevor sie das neunte Lebensjahr vollendet hat? Unabhängig davon, ob die Ehe dauerhaft oder unterbrochen ist, was alle anderen Vergnügen betrifft, wie zum Beispiel leidenschaftliche Berührungen, Umarmungen und das Berühren des Schenkels, gibt es solche an ihnen ist nichts auszusetzen, selbst wenn sie noch ein Säugling ist. Mit der Fatwa ist gemeint, dass es nicht zulässig ist, vor Vollendung des neunten Lebensjahr, guck mal hier, vor Vollendung des neunten Lebensjahrs SEX mit der Frau zu haben. Unabhängig davon, ob die Ehefrau dauerhaft lebt oder nicht. Da der SEX mit einem Mädchen verboten ist, das noch keine 9 Jahre alt ist. Als Sadiq, Friede sei mit ihm, sagte, wie in Sahih al-Halabi, wenn ein Mann eine Sklavin heiratet, während sie jung ist, sollte er keinen SEX mit ihr haben, bis sie 9 Jahre alt ist. Siehst du, nach dem Vorbild Mohammeds. Hast du gesehen? Und das findest du in Wasail al-Shia, Band 14, Seite 70. Was alle anderen Vergnügen betrifft, so sind sie zulässig. Da allgemein gilt, was auf die Zulässigkeit der Vergnügenden mit der Frau hinweist. Und es ist keine klare Spezifikation dafür gibt, die auf ein Verbot schließen lässt, siehst du? Dies wird in der Rechtsbüchern nur im Hinblick auf die Verpflichtung erwähnt, unabhängig davon, ob es außerhalb des Landes geschieht oder nicht. Es ist eine andere Sache. Wir haben nicht gehört, dass ein Mann, ob hetero oder nicht, ein weibliches Kind genoss. Aber wenn er sie berührte oder küsste und Lust in ihm aufkam, dann ist es ihm erlaubt. Denn sie ist seine Frau, obwohl ihm der SEX mit ihr verboten ist. Hast du das gehört? Okay, jetzt lass mich antworten. Also, was ich dazu sagen kann, ist, Diese Leute, die sowas, du liest ja gerade Tafsir vor, ne? Nein, ich lese gerade aus dem Kochbuch vor. Willst du mich auf den Arm nehmen oder was? Okay, hör mal zu, du liest aus dem Tafsir vor. Wie kann ich dir sagen, ey Amir, okay, das stimmt, was da steht. Wenn ich zuvor gesagt habe, Amir, ein Mensch, die Menschen brauchen, keine Ahnung, wie viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, bis die den Koran richtig verstehen. Das heißt, diese Tafsirs, ich lege keinen Wert. Okay, danke schön. Siehst du, habt ihr das gehört? Man braucht 2 Millionen Jahre, um den Koran zu verstehen. Danke Allah, dass du eine Sprache ausgewählt hast, die niemand versteht, die niemand übersetzen kann und dein Wort auch gar nicht versteht. Danke schön Allah für dein wundervolles Verständnis für uns Menschen. Sehr gut. Danke schön. Habt ihr das gehört? Also, hör zu. Das ist nur, weil du dich schämst in Grund und Boden. Deswegen sagst du das. Ja, ich weiß, ich kenne euch. Ich habe mich auch in Grund und Boden geschämt und habe eine Entscheidung rausgetroffen. Und ich bitte dich auch, eine Entscheidung rauszutreffen, weil du kannst diese bösartige Sache nicht verteidigen. Du bist immer noch ein Mensch. Du hast Moral, Anstand und Ethik. Und ich bitte dich, einmal deinen Verstand zu benutzen, dein Herz zu öffnen und zu sagen, das ist böse. Das ist böse. Amir, erklär mir mal, wieso im Koran
und in der Bibel die Geschichte. Jetzt kommt er auf einmal mit anderen Themen. Guck. Nein, was soll ich? Bruder, du akzeptierst ja nichts, wenn man dir das sagt. Ich ja, sag, aber was erzählst du denn da? Du widerlegst gerade Allahs Religion. Du sagst einfach, ja gut, keiner kann den Koran deuten, keiner kann den Koran lesen. Der Koran ist unübersetzbar. Ja, aber was sollen wir dann mit dem Buch? So hab ich da, also, wo ist denn da die Rechtleitung? Müssen wir alle Arabisch lernen, oder was? So habe ich das nicht gesagt. Aber ich hab dir als Beispiel, ich hab dir als Beispiel gegeben, beispielsweise Surat an-Naml. Das heißt, also die Sure Ameise. So. Und da wurde ja gesagt, wie gesagt, die Menschen liefen über die Ameisen und sie zerbrachen die Ameisen. Hm, jetzt denkt man sich, okay, wieso? So, jetzt kommt man darauf, vor kurzem. Kannst du mal bitte deinen Tafsir aufschlagen zu der Sure? Das ist deine eigene Interpretation. Hat aber nichts zu tun, wie Mohammed und die Sahaba das ausgelegt haben. Bist du der Prophet des Islams? Nein, natürlich nicht. Ja, also, warum machst du das auf einmal? Warum interpretierst du einen Vers selber? Ich möchte bitte, dass du deine authentischen Quellen. Okay. Ich möchte bitte, dass du deine authentischen schiitischen Quellen zur Hand nimmst, die zurückzuführen sind zu Mohammed. Du hast doch nicht die Berechtigung, einfach den Koran auszulegen, wie du willst. Okay. Okay, sind das die Propheten des Islams? Sag mal. Bitte was? Sind diese Leute, die Tafsirs machen, sind das die Propheten des Islams? Das kann doch nicht wahr sein. Sie sind doch, haben doch eher gelebt als du. Du lebst vom 21. Jahrhundert, du weißt doch gar nicht, was die Sahaba und Mohammed überhaupt von sich gegeben haben. Also musst du zurückgehen zu Leuten, die näher an Mohammed waren, oder nicht? Das ist doch nicht mehr normal, ey. Guck mal, nur weil... Guck mal, du kannst das echt gut, Wallah Amir. Aber Bruder, lass doch ganz normal darüber reden und hör auf, mir Worte in den Mund zu legen, die ich gar nicht gesagt habe. Nein, ich lege dir überhaupt nicht Worte in den Mund, sondern wiederhole das, was du gesagt hast. Eindeutig, und die Leute hören dich doch und sind fassungslos. Man sieht, du hast keine Ahnung von deiner Religion, du redest einfach drauf los. Okay, also wir sind zum Fazit gekommen, dass... Jesus gebetet hat und im Himmel niemand war. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Amir, dass du mir das gesagt hast und dass Gott... Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst. Ich merke, da ist wieder... Urin im Spiel. Da ist schon wieder Kamelurin im Spiel. Dann ist gut. Dann merke ich, dass es nichts... Kamelurin war es wieder zu viel. Hi, Amir, Gott ist... Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Was? Hallo? Was möchtest du sagen, mein Lieber? Ich hab vergessen. Was? Ich hab's vergessen, aber ich wollte sagen, dass ein cooles neues Bild. Hast du vergessen, dann komm gleich wieder rein, wenn du... Ja. Du musst wieder rein. Ich wollte aber dein neues Bild hier... Was wolltest du machen? Dein neues Bild loben. Also. Ein Wort mehr verstanden. Oh, Rebecca war 3. Oh, Rebecca war 3. Guck mal, die erste, der kommt. Rebecca war 3. Rebecca war 3. Weißt du was? Ja, du hast recht. Rebecca hat auch das hier gehört, als sie die Kamele getränkt hat. Guck mal hier. Das hat sie gehört. Als Rebecca. Die hat natürlich ein sehr, sehr schönes Lied gehört. Thank you.
Ja, weißt du, welches Lied sie gehört hat, als sie diese schweren Kamelkrüge getragen hat? Das hat sie gehört. Guck mal hier. Ja. Das hat sie gehört. Sie hat 20 Kilo Krüge getragen. Hat 50.000 Mal die Kamele getränkt. Eine Dreijährige. Guck mal. Das war das Lied. Ja, die war unstoppable today, genau. So sieht's aus, die war unstoppable today. Warte, ich muss kurz telefonieren. I'm unstoppable. Ich war 3 Jahre und trage schwere Wasserkrüge als Dreijährige. Denn die Muslime labern, als könnte ein dreijähriges Kind sowas tun. So bekloppt sind die, das kannst du niemanden erzählen. Ich trage schwere Wasserkrüge mit den 3 Jahren, weil ein Kind das auch jetzt kann. Sowas behaupten Muslime. Dreijährige. Ihr seid so am Ende. Eine Dreijährige, die schwere 20 Kilo Wasserkrüge tragen kann und die Kamele am Trinken ist. Und mit einem Mann redet wie eine erwachsene Frau. Ja, natürlich. Dreijährige können natürlich sowas, klar. Also in der Welt der Muslime können sie das. Deswegen sagen sie auch, dass Aisha frühreif war. Sie war nicht wie die heutigen Frauen. Abu Bala wieder sagt. Du siehst doch, heutige Frauen, die sind nicht so weit wie Aisha damals war. Obwohl sie mit Puppen gespielt hat, natürlich, klar. Also. Kind, also Frauen in der damaligen Zeit spielen natürlich mit Puppen, also das ist selbstverständlich, weil sie geistig sehr weiterentwickelt waren. Das ist ja darauf zurückzuschließen, dass geistlich entwickelte Frauen damals in Saudi-Arabien mit Puppen gespielt haben. Natürlich, das ist doch verständlich. Ich habe auch nie was anderes behauptet, das ist Fakt. Das hat sogar Dr. John bestätigt. Dr. John, kannst du das bestätigen? Dr. John! Gott segne euch, lasst euch niemals belabern von so einem Quatsch. Ey. Das kannst du keinem erzählen. Das ist euch voll oben. Naja. Hallo? Ja, servus. Wie geht's dir? Servus. Ich habe mal eine Frage, ich finde dich ja sehr interessant. Könntest du mir mal aufklären über diesen Namen JHW, warum der in den hebräischen Schriften 6.997 Mal vorkommt? Bist du nicht der gestern auch da drin war und jetzt einen anderen Namen hast? Nein, um Gottes Willen. Warum
Ich habe das erste Mal bin ich durchgekommen. Noch mal hier reinzukommen und mit mir zu reden. Warum? Wie bitte? Warum legst du dir so einen Fake-Account zurecht, in dem du jetzt ja, gestern schon drin warst und dann so einen Quatsch behauptet hast und jetzt auf einmal mit einem anderen Account hier reinkommst und wieder so einen Quatsch behauptest? Sorry, aber du verwechselst mich echt gerade. Ich komme da gerade nicht mit. Ja, ja, ich verwechsel dich natürlich wieder. Wenn ich gestern drin gewesen bin, ich weiß es jetzt nicht, was du mir damit sagen willst. Ich frage dich ganz normal, ob du mir das erklären kannst. Was möchtest du denn wissen? Ich habe ja nichts gegen den Christum, ich bin ja selber Christ, aber ich frage mich immer, warum dieser... Okay, wer ist denn der Herr Jesus Christus für dich? Gottes Sohn. Nur Gottes Sohn? Ja, der ist ja, nachdem das mit der Schlange passiert, hat er gesagt, ich werde zwischen dir einen Samen setzen und das war Jesus Christus. Also der ist nicht Gott. Ich habe damit ein Problem, also ich weiß nicht, ich kann es nicht noch nicht so, wie soll ich es am besten sagen, ja, so richtig, ja. Was machst du da, Mann? Was machst du da im Hintergrund? Ja, da klingelt das Telefon, sorry nochmal. Auf jeden Fall, nee, das ist halt das, womit ich halt ein Problem habe, weil der Name halt Yahweh, das ist ja der Gottesname, ist es, weißt du? Deswegen kein frage ich Problem, mich. Was bedeutet denn der Name des Herrn Jesus Christus im Hebräischen, Yeshua, was bedeutet das? Das weiß ich leider nicht. Ich bin nicht so fit wie du. Ich höre dir ja immer zu. Yeshua bedeutet Yahweh rettet. Was sagst du denn dazu? Yahweh rettet, aber man könnte das ja auch sagen, dass er das ja auch zum Vater meint, dass der Vater dich rettet, weißt du? Aber wer ist denn der Retter im Alten Testament? Kannst du uns das mal sagen? Im Alten Testament, JHWH. So, in Jesaja 43,11 heißt es, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter, richtig? Richtig. So, wie gehst du dann damit um, dass auf einmal in Matthäus Kapitel 2, Vers 11 steht, euch ist heute der Christus geboren, welcher ist der Retter? Richtig, für uns Menschen ist er der Retter, aber es gibt ja immer diesen Moment, wo er ja immer seinen Vater fragt, ob das sozusagen in vielen Punkten die Erlaubnis bekommt. Was habe ich dich gerade eben gefragt? Das, was du mir gerade gesagt hast, Was hat er mir geantwortet, wer der Retter ist? Jesus Christus. Wer ist im Alten Testament, wer beschreibt sich als der Retter? Und außer ihm gibt es keinen Retter. Yahweh, also Gott selber, Jehova, richtig? Jehova, ja, es kommt ja in den hebräischen Schriften 6.997. Und im Neuen Testament heißt es, euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Wer ist der Herr? Ja, man kann es so sehen. Okay, danke dir für deine Aufmerksamkeit. Merkst du, man kann es so sehen. Siehst du? Es ist klar und deutlich. Man kann es so sehen. Was ist das denn bitte? Er sagt doch mit seinen eigenen Worten, ja, es ist Gott. Gott ist der Retter, Yahweh, Jehova. So, und dann sehen wir auf einmal, dass der Retter geboren wurde. Wer wurde geboren? Yahweh im Fleisch, Yeshua, Yahweh rettet. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich denke manchmal, die Leute machen es bewusst und extra stellen die sich so ignorant, weil sie ein Riesenproblem damit haben, mit der Gottheit des Herrn Jesus Christus. Ne? Er war Zeuge Jehova, ja. Noch schlimmer. Das ist das Gleiche wie bei Muslimen. Das ist nichts anderes. Zeuge Jehovas und Muslime sind im Herzen Brüder und Schwestern. Ich komme sofort wieder, ihr Wundervollen. Gott segne euch und eure Familie. I put my arm around. Eine Dreijährige. Ich kann nicht mehr. Superkräfte, die Superwoman.
Gewissens. Ich komme da nicht mehr weg von. Die zieht sich einfach ihre Weste an. I'm unstoppable. Da siehst du, wie die auf einmal so Rebecca Schwarzenegger mit zwei Krügen auf ihre Schulter da rumläuft. Ey, Wahnsinn. Rebecca Schwarzenegger. Ja, gefällt euch euer Dr. Scherer Boamir, hä? Der wahrhaftige Cowboy. Der wahrhaftige Cowboy. Au Cowboy. Ja, ich reite wie ein Cowboy durch meine Straßen hier. Ist das nicht genial? So. Dr. Scherer muss mal ganz kurz ein Telefonat machen. Krieg ich das Lied nicht mehr aus meinem Kopf? Hallo? Hallo? Warum redest du mit mir? Hallo? 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 Ahle? 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 Hallo? Hallo? Kann das Spaß machen? Möchtest du nicht? Willst du nicht mit mir reden? Dann bitte. Keine Gespräche, dann bitte. Hallo. Hallo, mein Gott, ich bin schon immer. Dich auch. Alles gut? Ja, alles super. Gott segne dich und deine Familie. Ich habe nur eine Frage. Wie alt war denn Rebecca denn? Also ist nur eine normale Frage. Rebecca müsste zwischen 17 und 20 sein. Warum sagen die denn alle, die war 3?
Ja, das ist zurückzuführen durch einen jüdischen Kommentator, der Rashi hieß. Und er hat diesen Blödsinn in die Welt gesetzt. Aber er hat niemals gesagt, dass sie 3 Jahre alt war. Er vermutet, aber das stimmt nicht. Ach so, ja, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Moslem. Also nur, wenn du fragst. Und da hat noch einer geschrieben, dass Salomon 300 Frauen hatte oder mehr. Und viele ja, genau, waren König Salomo, der war ja ein König. König Salomo war ein König und er hatte sich von Frauen. Aber nicht, weil Gott ihm das erlaubt hat, sondern weil er ein König war und das einfach getan hat. Aber Gott hat ihn nicht erlaubt? Natürlich nicht. Gott hat nicht gesagt, geh und heirate oder sei mit 1000 Frauen. Gott verurteilt immer sowas. Du siehst, dass Gott etwas sagt, die Menschen aber etwas anderes machen. Genau wie David. David war jemand, der zum Beispiel, um eine Frau zu bekommen, hat er einen anderen Soldaten die Frau von ihm weggenommen und hat den Mann in den Tod geschickt. Gott hat ihn dafür bestraft und hat ihm seine Kinder umlegen lassen. Verstehst du? Gott hat David dazu Gott gebetet und geschrien und gesagt, Gott, vergib mir für das, was ich getan habe. Auf der anderen Seite sehen wir auf einmal, dass Mohammed die Leute so anstachelt, ein Dorf, also eine Stadt namens Tabuk anzugreifen, um dort die Blondinen klar zu machen. Das muss dir mal geben. Und das ist es, weil Gott ihm das befohlen hat. Geh und mach und hol dir die Blondinen. Nimm sie zu deinen Frauen. Kein Problem, mach inne. Und du brauchst nichts zu bereuen. Und Salomon, war der auch ein Prophet von Christentum? Salomon war auch ein Prophet, ja. Achso, okay. Ne, das war die Frage. Danke. Ja. Okay. Gott segne dich und deine Familie. Dir auch. Ciao. Ja, vielleicht wollte er nicht zugeben, dass er Muslim ist oder was. Ne? Gefällt euch dieses Bild, ne? Richtiger Cowboy, ne? Denkt ihr so, wow, was ist das für ein Cowboy? Guckt ihr diesen Blick an, wenn ihr da hinguckt und sich dieses Schienbein ansieht. Wow. Ach, Amal, du bist ja schon wieder da. Amal! Amal! Die Tabarutsch begeht. Amal! Dein Prophet hat gesagt, eine Frau, die ihre Gesichtsbehaarung entfernt, ist eine Verfluchte. Amal, du bist laut deiner eigenen Religion eine Verfluchte, Mann. Amal! Amal jeden Tag hier drin. Ja, Amal liebt ihren Dr. Sheikh Abami. Die liebt den Dr. Sheikh. Ja. Oh, hi, Cousinus. Danke dir. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne uns alle. Ekelhaft. Ja, ekelhaft ist derjenige, der glaubt, dass die Ausleger des Islams ihr erlauben, Akrimbisch zu benutzen. Das ist ein Lederteil, das so geformt ist wie ein PNIS. Und das darf dann die Amal sich dann, du weißt schon was, einführen. Ist das nicht ekelhaft, Amal? Was dein Ibn al-Raim, was der Ibn al-Raim da von sich gibt in seinem Buch Bada al-Fawaid? Ja, das steht in Bada al-Fawaid, Band 4, auf der Seite 36 bis 39. Muslimen ist es gestattet, Löcher in Wassermelonen zu machen, ein Stück Teig, Leder und sich daran dann zu bereichern. Amal! Du darfst dir sogar Wikaran Maktu an einen abgeschnittenen Tier-PNIS reinhämmern. Amal! Sahih Muslim, Buch der Menstruation, Hadith 525. Kommentar von Imam An-Nawawi. Ist das nicht die schönste Religion, von der du jemals gehört hast? Abgeschnittene Tier-PNIS? Woher kommt diese Religion, Amal? Na, du hast ja sowieso nichts mit deiner Religion zu tun. Aber ich meine nur, damit du nicht unwissend bleibst. Habibti Amal! Ja, ich habe mich kurz stumm geschaltet, ich musste telefonieren. Amir. Ja, mein Lieber. Gut, jetzt weiß ich wieder, sorry, dass ich eben nicht wusste. Also erstmal nochmal zu diesem Tierdings. Gilt das dann nur bei Halal-Schlachtung oder muss das Tier dafür nicht halal geschlachtet sein, dass man da mit Dinge tun kann? Ich verstehe kein Wort, es ist so laut bei dir im Hintergrund, Mann. Na, scheiße. Oh, sorry. kannst du Sure 9, Vers 111 erklären?
Ja, Sure 9, Vers 111 heißt, dass du mit dem Teufel, der Gott des Islams, dann den Vertrag eingehst, um sicher ins Paradies von Gott zu kommen. Du machst Nackentherapie und wirst nackentherapiert. Das ist der Vertrag, den du mit Allah dann eingehst. Okay, danke. Ja, ich gerne. Weiß. Gott segne dich und deine Familie. Warst du zufrieden mit der Beratung? Ja, das war super Beratung. Ja, perfekt. Gut, alles klar. Gott segne dich. Tschüss. Danke, Doktor. So, hören wir uns mal an, was der Dings, der Flexi da gemacht hat. Der Flexi Flexzone ist. That the seven stays in the womb for 40 nights. Und ich frage dich ganz normal, seit wann bleiben Samen bei einer Frau für 40 Nächte? Okay, kannst du das Gegenteil beweisen? Der Arafat, der ist so cool. Kannst du das Gegenteil beweisen? Natürlich, durch das Internet können wir ganz normal Ärzte und Wissenschaftler fragen, wie lange denn Spermien im Mutterleib bleibt. Ist das heftig? Ja, das ist das. Die haben sich nie damit kritisch auseinandergesetzt. Und jetzt sind die geschockt natürlich, ne? Weil sowas auf einmal, sich sowas in ihren Schriften befindet und das auch noch als korrekt, authentisch eingestuft wird. Nicht selbstverständlich, aber oh, danke. Hey, sei mir nicht böse, wenn ich dir das zeige, aber bitteschön. Wissenschaftlich, 5 Tage bleiben die Samen im Mutterleib, genau. Bei einer Frau. Der Mohammed sagt, dass die Spermien im Mutterleib 40 Tage dort verweilen. Das ist eine wissenschaftliche Katastrophe. Die heutige Wissenschaft hat herausgefunden, dass die Spermien 5 Tage im Mutterleib überleben. Das war's. Mehr ist das nicht. Und das sind wissenschaftliche Fakten. Die kannst du nicht einfach so mal weg erklären. Guck mal her. Und keine 40 Nächte. Sag mal, was hat sich denn der Prophet sich dabei gedacht? Oder beispielsweise, warum sagt er das? Der Flexi, der hat gut gelernt von Dr. Sheikh Abu Amir. Habt ihr gemerkt? Der Flexi hat gut gelernt von meinen ganzen Sachen. Da hat er gut genommen. Seht ihr? Er ist schlau. Er nimmt also die Sachen, die ich sage, und dann auf einmal benutze das in seine Sachen mit ein. Seht ihr? Er schreibt sich das also auf, notiert sich das, speichert das ab und dann konfrontiert er die Leute damit. Und er hat absolut, der macht das genau richtig. Genau richtig macht er das. Und so sollten alle sein. Sie sollten sich Wissen aneignen, denn Wissen ist Macht. So ist das. Verstehe ich jetzt. Aber wer sagt denn, dass er sagt? Hier, ganz mal Allahs Messengers. Wer sagt denn, dass er das sagt? Ist halt nur in der authentischsten Schrift des Islams, weil du mit sunnitischen Muslimen. Aber wer sagt, dass er das sagt? Sobald etwas Kritisches aufkommt, dann leugnen wir einfach alles. Obwohl da steht, Mohammed hat gesagt. Was ist das für ein Buch? Zeig mir doch das Buch, wenn du mir. Was ist das für ein Buch? Der Arafat sieht die Quelle da unten. Sahih Muslim. 2645c und darunter steht die Buchreferenz Buch 46 Hadith 6 und dann sagt er ihm noch eiskalt, ja in welchem Buch steht das denn drinne? Das ist heftig. Guck mal, Amal, Arafat hat recht, guck mal, Amal. An unfassbar Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten. Amal, wie lächerlich willst du dich noch machen? Eine Frau, die Tabarutsch begeht, die hier auch noch kommentiert. Schaut euch das an, Leute. Das ist der Zustand dieser Amal. Amal braucht Operation, Amal. Amal, Talon, hör mal weiter. Es gibt, ich glaube, hier ist ein bisschen Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ja, aber guck mal, ich kann doch. Die Seite selber auch. Guck mal, ich kann doch die Quelle nicht überprüfen. Und ich will dir noch was sagen, hör mal zu. Der Arafat sagt, ich kann die Quelle nicht überprüfen. Wie, du kannst sie nicht überprüfen? Die ist doch vor deinen Augen. Du hast die Online-Referenz und die Buchreferenz, dass du zu deinem Imam laufen kannst und das im Buch nachschlagen kannst. Wenn diese Quelle, wenn der Prophet alles, was das gesagt hat, ich glaube, das ist 100%. Heftig, okay? Ne? Und da fängt die große Katastrophe an. Wenn Mohammed das gesagt hat, dann glaube ich das zu 100%, auch wenn die Wissenschaftler etwas anderes sagen. Genau wie der Sheikh Al-Fawzan, der in einer Fernsehsendung zugegeben hat, dass die Erde größer ist als die Sonne.
und dass die Sonne die Erde umkreist. Wahnsinn, ne? Und der sagte eindeutig nach Sure 36, Vers 38, dass die Sonne an ihrem fixen Punkt wieder hinkommt. Also sie rotiert, die Sonne. Absolut krank, ne? Und Mohammed sagt ja in diesem Hadith nach Bukhari, dass die Sonne in einem schlammigen Wasser untergeht und so wieder hochkommt. Das ist so krass, ey. Das kannst du keinem mehr erzählen. Das kannst du keinem mehr erzählen. Ich suche das mal ganz kurz. Ich will das mal finden. Where the sun sets. Wo die Sonne sich setzt. Sun sets. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Also das Verborgene zu sehen, so wie, also diese Allwissenheit, Allmacht und so, Allah und sein Gesandter wissen am besten. Muhammad und Allah sind gleich ebenbürtig. Guck dir das mal bitte an. Der Sheikh Abu Amir muss das immer direkt prüfen, wartet. Ja, guck mal her. Ich saß hinter dem Gesandten Allahs, der auf einen Esel ritt, während die Sonne unterging. Er sagt, es ist in einer Quelle warmes Wasser unter. Da in verschiedenen, da kommt er raus. Er hat sich also den Horizont geguckt und hat gedacht, Sonne in diesen was runtergeht und dann kann die hochkommen. Wahnsinn, ne? Wo findet ihr das? Sunan Abi Dawud 4002. Sunan Abi Dawud 4002. Und der Grad des Hadiths ist Sahih. Korrekt. Authentisch. Absolut krank, ne? Absolut krank. Versuch noch mal einen zu finden. Muss das gesperrt werden? Muss wieder inkognito gehen. Tschüss.
ich hab's gefunden. Sahih al-Bukhari, guck mal hier. Abu Dhar berichtete, ich fragte den Propheten nach dem Vers und die Sonne läuft auf ihren festen Kurs für eine für sie bestimmte Zeit. Sure 36, Vers 38. Er sagte, sein fester Kurs liegt unter dem Thron Allahs. Wahnsinn, ne? Sure 36, Vers 28. Ein anderer Hadith. Warte, ich zeig euch mal noch einen. Wo finden wir das? In Sahih Bukhari 7433. 7433. Ja, Sahih al-Bukhari 4802. Sahih al-Bukhari 4802. Sahih al-Bukhari 4802. Einmal war ich bei Sonnen und Propheten in der Moschee. Der Prophet sagte, O Abu Dhar, weißt du, wo die Sonne untergeht? Ich antwortete, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, es geht und wirft sich unter Allahs Thron nieder. Und das ist Allahs Aussage. Und die Sonne läuft für eine bestimmte Zeit auf ihren festen Kurs. Und das ist der Ratschluss des Allmächtigen, des Allwissenden. Sure 36, Vers 38. So heftig, seht ihr? Der Mohammed sagt, dass die Sonne am Laufen ist. Was sagt die Wissenschaft? Dass die Sonne an ihrem fixen Punkt ist und dass die Erde rotiert. Ja, wer hat denn jetzt recht? Wer hat jetzt recht? Die Wissenschaft oder Mohammed? Die Sonne läuft? Natürlich der Prophet, ja klar. Dann kannst du ja auch gerne auch mal ihm nachahmen und den Bauch von Männern küssen lassen, mein Lieber. Würdest du das machen? Geht 2. Würdest du dir auch gerne mal den Bauch küssen lassen von einem Mann? Weil der Prophet hat ja recht, sag's ja. Danke, Bianca. Ich mach alles für ihn. Ja, okay. Heirate ein 6-jähriges Kind. Empfehle andere Kamelhonig zu trinken und. Hallo? Ich habe tatsächlich letztens mitbekommen, dass die Sonne sich auch bewegt. Das kannst du ja kurz googeln. Was? Die Sonne bewegt sich, die ist nicht an einem Fleck. Die Sonne bewegt sich und ist nicht an einem Fleck? Ja, das kannst du googeln. Das kannst du googeln. Ja. Was macht denn dann die Erde? Die dreht sich um die Sonne. Mohammed sagt, dass die Erde flach ist. Wer hat jetzt recht? So, ja, ich glaube nicht an Bukhari. Das kannst du mir nicht vorwerfen. Aber ich wollte gerade nur auf deinen... Ich wollte nicht eine Diskussion. Ich wollte nur sagen, die Sonne bewegt sich. Ja, okay. Aber Mohammed sagt, sie geht in einem schlammigen Wasser unter. Und umkreist die Erde. Umkreist die Sonne die Erde. Ja, wahrscheinlich metaphorisch gemeint. Ich wollte... Was? Nur, dann ist das metaphorisch gemeint, das andere. Aber... Ich glaube eh nicht an Bukhari, deshalb ist egal, aber ich wollte nur sagen, die Sonne bewegt sich. Ja, aber wie, du glaubst nicht an, was bist du denn? Das spielt doch jetzt eh nichts zur Rolle. Ich spielt keine Rolle, sagen, was du bist? Ich wollte nur sagen... Was bist du denn? Dass die... Ein Mensch? Nein, ich meine, zu wem gehörst du, zu welcher Religion? Islam. Also doch Islam, also du schämst dich gerade, ne? Nein, ich glaube nicht an Bukhari. Aber was glaubst du denn? Ich glaube an den Koran und an die authentischen Überlieferungen der Ahlul Bayt. Ah, also ein Schiite. Ja, guck mal, ich wollte jetzt keine Diskussion, ich wollte dir nur sagen, den
na, den wissenschaftlichen Aspekt dahinter, dass die Sonne sich bewegt. Ja, willst du mich gerade auf den Arm nehmen oder was? Du siehst doch, dass die Erde eine Kugel ist und sich von der Sonne wegdreht. Wo steht denn der Hadith? Ich bin gerade noch, ich habe nur gehört. Das hat auch der Kopernikus hat das bewiesen, dass die Erde im Nichts hängt. Das war ja Kopernikus, der das eindeutig belegt hat. Ja, egal, auf jeden Fall bewegt sich die Sonne, kannst du googeln. Der Hadith ist in Sahih Bukhari 4802. Ja, dann weißt du ja, dass das für mich eh nicht authentisch ist. Aber ich gehe dann auch wieder raus. Also ich wollte keine Diskussion anfangen. Ich wollte nur sagen, die Sonne bewegt sich, mein Lieber. Ja, okay, danke, dass du uns sagst, dass die Sonne sich bewegt. Ja, vielen Dank. Die Sonne, ich gehe kaputt. Danke für nichts. Danke für nichts. Ja. Danke für nichts und wieder nichts. Ja, das ist so krank. Ja, sehen wir, ne, was der Mohammed da in Sahih Bukhari und Sahih Muslim da von sich gibt. Und deswegen haben so viele Leute den Islam verlassen, weil die gesehen haben, dass man Bukhari und Muslim überhaupt nicht mehr vertrauen kann. Das ist eine einzige Katastrophe. Ein einziges Desaster. Like a disaster. It's a disaster. Okay. So. Das sagt dein Prophet, Allahs Messenger. Ist das, wenn du mir, es gibt, ich glaube, hier ist bitte schön, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ja, aber guck mal, ich kann doch. Die Seite selber auf. Guck mal, ich kann doch die Quelle nicht überprüfen. Und ich will dir noch was sagen, hör mal zu. Wenn diese Quelle, wenn der Prophet alles das gesagt hat, ich glaube, das ist 100%. Okay? Das ist deine Quelle aus dem Internet. Ich muss Sahih Muslim. Nein! Schlag das mal auf. Siehst du, der Arafat, der kann das nicht wahrhaben, ne? Der denkt so, das ist so Internetquelle. Obwohl diese Seite, ja, die Internetreferenz gibt, aber auch die Buch- und Seitennummer, ne? Also welcher Band, welches Buch, welcher Hadith, ne? Das ist Wahnsinn. Also die Seite ist absolut authentisch und akkurat. Und da sehen wir, dass die meisten Muslime sich nicht auskennen und geschockt sind über diese ganzen Sachen. Ne? Ja, dank dem Internet siehst du jetzt, wie alles auf einmal ins Tageslicht kommt. Das ist das. Ist Itikullah hier drin? Itikullah, bist du da? Itikullah! Itikullah, siehst du? Itikullah ist da. Ah, mir. Siehst du, die freut sich immer, wenn die bei mir ist. Itikulla, wie geht's dir, Habibti? Kiefig! Wenn du mich nicht liebst, dann frechst du ein Wesen, ey! Itikulla, komm doch zu meinem Jesus Christus! Was willst du mit so einem Vorbild? Was willst du mit so einer Religion? Komm zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben, meine Liebe! Dann brauchst du dich auch nicht zu verhüllen wie ein Ninja, sondern kommst raus aus diesem Gefängnis! Und darfst in Freiheit leben, aus Gnade darfst du leben, meine Liebe. Itikulla. Oh, Amal, ey, sei du bitte ruhig. Wenn du selber nicht hineingehst, dann störe die anderen nicht hineinzugehen, meine Liebe. Itikulla. Amit, du kommst zum Islam. Ja, was soll ich denn im Islam? Soll ich glauben, dass du Spermien hast, dass in euren Rippen sitzt oder was? Kannst du mir das mal zeigen, Itikulla? Itikulla! Hast du wirklich Spermien oder was? Itikulla! Itikulla, ich bitte dich! Guck mal, die Amal, die kann das nicht ertragen! Ah, Astaghfirullah, was der sagt! Ich gebe nur das wieder, was dein Prophet gesagt hat! Ami, du tust mir leid! Ja, natürlich, klar, also es ist verständlich. Jemand, der sich ein Ninja-Kostüm anzieht und denkt, dass Gott sie dadurch geehrt hat, indem sie das anzieht und nicht herausfindet, warum das überhaupt herabgesandt wurde, ja, du tust einem wirklich leid, das ist das Problem. Itikulla, warum hat denn Allah den Niqab-Vers herabgesandt, also beziehungsweise den Hijab-Vers? Sura 33, Vers 58, kannst du uns das erklären? Altstadt an, ihr freier Eintritt. Ja, ich komme bald. Altstadt, ein wenig feiern mit euch.
Itekulla. Itekulla. Hi, Gott segne dich, Amir. Gott segne auch dich, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, danke. Ich habe eine wichtige Frage. Ich habe ganz viele Muslime in meinem Freundeskreis und mein Herz tut weh bei dem Gedanken, dass sie alle fehlgeleitet sind und sie irgendwann mal nicht ins Paradies kommen. Kannst du bitte beim Telefon bleiben und nicht hin und her schwenken? Hörst du mich besser? Ja, genau. Nur das Telefon an deinen Mund halten, damit man dich klar und deutlich versteht. Nicht deinen Kopf wegdrehen. Genau, also... Ich wollte sagen, ich habe sehr viele muslimische Freunde und mir tut es im Herzen weh zu wissen, dass sie irgendwann mal nicht ins Paradies kommen, weil sie fehlgeleitet wurden. Und ja, natürlich tut das weh. Und ich wollte mal wissen, wie es bei dir war, welches Argument es bei dir ausgelöst hat oder wie man so ein Gespräch deiner Meinung nach am besten anfangen kann, weil die sind ja da verständlicherweise auch sehr empfindlich bei dem Thema. Ja. Ja, du kannst anhand der Bibel zeigen, dass der Herr Jesus Christus gewarnt hat vor falschen Propheten und das, was die Bibel da sagt, akkurat ist und es nie eine Verfälschung gegeben hat. Denn wir haben Abschriften aus dem 1., 2., 3., 4. Jahrhundert überall. Und die sind ja mit unseren heutigen Bibelübersetzungen überein. Und das, was Mohammed da sagt, ist ein ganz anderer Geist, der dort spricht, als das, was die Bibel da sagt. Das ist das ja. Die Bibel spricht davon, dass Gott sich selber ankündigt, Mensch zu werden, um für die Menschen zu zahlen. Also die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Und das sehen wir, die Botschaft des Herrn Jesus Christus, beziehungsweise des Gottes der Bibel, hat sich auch erfüllt in Jesus Christus. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, dass Mohammed eine ganz andere Botschaft verkündigt hat. Dass es keinen Vater gibt, dass es überhaupt nicht der Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist. Also man merkt richtig, dass dieser Gott des Islams uns wegholen will von der vom Erlösungswerk des Kreuzes. Und deswegen leugnet der Gott des Islams das und zeigt so seine Täuschungsmethode, indem er einfach jemanden Ähnliches wie Jesus ans Kreuz schlagen lässt und die ganzen Beteiligten an der Kreuzigung täuschen lässt. Man fragt sich so, was für einen Sinn ergibt das denn? Dann sagen die Muslime, ja, er wollte Jesus vom Kreuzestod retten. Aber dann frage ich mich allen Ernstes, ja, wenn er Jesus denn bewahrt hat, warum hat er dann nicht seinen Lieblingspropheten bewahrt? Den Mohammed, den hat er einfach durch eine Jüdin vergiften lassen. Schau dir das mal bitte an. Ja, den Jesus, also den Isa rettet er vom Kreuzestod und importiert ihn zu sich selber. Aber Mohammed, sein Lieblings- und sein der beste Prophet aller Zeiten, der Siegel der Propheten, lässt er durch eine Jüdin vergiften. Also was für einen Sinn ergibt das denn bitte? Ich dachte, wenn das so ist und der Allah auf seine Propheten aufpasst und so, ja, aber warum passt er dann nicht auf den Mohammed denn auf? Ja, okay, ich verstehe dich da voll und ganz. Also ich glaube, wenn ich es jetzt auch richtig verstanden, weil das wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen, Die Authentizität und Jesus, die Autorität der Bibel ist auch schon stark genug, um von alleine zu glänzen. Ich kenne mich da nicht so stark. Ja, ist ja kein Problem. Wir können uns das zusammen anhören. Guckt euch das bitte an. Wir können das ganz einfach zusammen anhören. Hört euch das mal bitte an. Mohammed hat im Koran gesagt, die Schriften der Juden und der Christen sind... Die Wahrheit ist da von ihnen zurückgehalten worden. Und das wird heute allgemein im Islam so verstanden, die Christen hätten ihre Schriften verändert und gefälscht. Gut. Schauen wir mal die Handschriften an aus dem 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert, aus der Zeit. Die Handschriften aus dem 6. Jahrhundert und auch vorher. Mal gucken, ob die mit unserem Bibeltext übereinstimmen. Pass mal auf. Von Mohammed. Ja. Und jetzt die Jahrhunderte vorher, wir haben die gleiche Bibel. Die gleiche Bibel. Und da steht auch, dass Gott zum Beispiel dreieinig ist. Aha. Ja, und dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und in den Jahrhunderten nachher, steht überall, auch so. So ist das. Ja, dann muss ich mir sagen, ihr Christen, ihr habt die Bibel gefälscht. Darum steht sie nicht in den Koran. Nein, nein. Die können es
eigenen Beweisen. Mit allen Handschriften, erstes, zweites, drittes, ich wiederhole es nicht alles. Helft uns, ne? Wie das weitergeht. Amen. Und es ist ganz klar. Ja, jetzt dreht sich natürlich der Spieß. Wenn der Koran sagt, die Christen hätten das geändert und Jesus Christus sei gar nicht gestorben am Kreuz und auferstanden und er sei nicht für unsere Sünden gestorben und so weiter, ja, dann stellt sich aber heraus, dann ist der Koran falsch. Das ist der Koran falsch. So sieht's aus. Ja, das sind die Tatsachen. So sieht's aus. Also, man muss jedem Muslim sagen, jetzt beginnen das Injil, so sagen wir Arabisch, die Evangelien, zu lesen. Und Taurat, also die Bücher Mose, das Alte Testament, ja, es lohnt sich. Da findet man die Wahrheit. Und wir können ganz klar sagen, der Koran, wenn er sagt, wir hätten die Bibel geändert. Das ist ein Blödsinn. Das stimmt ja nicht. Das ist so. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Wir haben also Handschriften geschrieben in der Zeit der Augenzeugen. Und das heißt auch geschrieben in der Zeit der Feinde. Aha, guck mal hier. Und stellen Sie sich mal vor. Es wurde ja auch in der Zeit der Feinde geschrieben. Die Feinde hätten ja einfach diese ganzen Texte ändern können und sowas. Guck mal hier, wie Gott auch darauf geachtet hat. Da wäre irgendetwas nicht richtig gewesen. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium. Jesus Christus wäre nicht in Bethlehem geboren, sondern in Nazareth. Ja, das wäre doch fantastisch. Ja, genau. Damals wusste jeder, ja, es war in Bethlehem. Es war nicht in Bethlehem, sondern in Nazareth. Aber in Matthäus-Evangelium steht Bethlehem. So sieht's aus. Und da merkt sich diesen Satz. Wenn irgendwelche Details den Tatsachen widersprochen hätten, so wäre dies die einzigartige und willkommene Gelegenheit gewesen für die Feinde, um das Christentum zu widerlegen. So sieht's aus. Ja, wenn die Schriften veröffentlicht waren, öffentlich zugänglich in der Zeit der Augenzeugen, dann konnten eben auch die feindlichen Augenzeugen sagen, nein, ich war damals in Jericho dabei. Dieser Bartimäus, der wurde gar nicht geheilt. Das ist eine Erfindung, die Heilung des blinden Bartimäus. Ja. Oder eben, das ist gar nicht so geschehen bei dem... Genau, also die Feinde könnten ja dann natürlich Schriften verfassen, dass das so nicht passiert ist. Aber es gibt keine einzige authentische Schrift darin deswegen. Verstehst du? Das ist das. Die Bibel ist akkurat. Wir können der Bibel absolut vertrauen und du siehst diese gehirngewaschenen Leute, die hier am Kommentieren sind, die haben überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen. Guck dir das mal bitte bei an. Bei mir war das ja auch klar. Also ich glaube an die Bibel, ich glaube an ihre hundertprozentige Autorität. Für mich ist es einfach nur sehr schwierig. Du merkst es ja selber, wenn du mit den Muslimen sprichst. So, man redet mit einer Wand die ganze Zeit. Das ist sehr frustrierend. Ja. Das ist kein leichtes Unterfangen, denn du weißt ja, die Täuschung findet ja da dann statt, wenn auf einmal ihre ganzen Imame und Schiose und diese ganzen sogenannten Dawa-Teams dann anfangen, die ganze Zeit diese Propaganda von sich zu geben und die Leute glauben dann diesen Schrott. Und dann wird es sehr schwer sein, die Leute dann aufzuklären, weil sie dann indoktriniert sind und das erstmal aus ihnen rauszubekommen. Das ist echt schwierig, ist das sehr, sehr schwierig. Aber nicht unmöglich. Ja, genau, das ist halt das Harte. Und nochmal eine Frage. Mir wurde jetzt das so erklärt von einem Kumpel, der kann kein Arabisch. Der weiß, glaube ich, auch. Ist es so, oder denke ich das jetzt einfach falsch, dass da irgendein Imam den beim Arabisch Bibel lesen, ohne dass sie Arabisch können, einfach die Sachen einpflanzt, wie sie das zu verstehen haben? Ihr seid nicht mehr normal, Mann. Das kann doch nicht mehr. Das ist eine Verschwörungstheorie, Mann. Als würde Gott zulassen, dass seine Schriften verfälscht werden. Das ist so Blödsinn, sowas, Mann. GT, du gehst jetzt erstmal auf Stummschaltpaket. Damit du ein bisschen nachdenkst. Du gehst auf die Stummschaltbank und dann denkst du über dein Verhalten nach. Und beim nächsten Mal darfst du wieder mitmachen.
Amal, warum bist du die ganze Zeit hier in den Kommentaren nur Quatsch am machen? Amal. Wie kannst du denn... mache ich jetzt gleich, Xalibi. Wie kannst du denn als Frau sowas akzeptieren, dass dein Vorbild gesagt hat, dass eine Frau, die so aussieht wie du, eine HURE ist? Bist du eine HURE? Ist das dein Vorbild? Bist du eine Ehebrecherin oder was? Eine HURE? Ja, traurig, traurig, traurig. Abu Majin ist auch hier drin, ne? Der Wahnsinnige. Abu Majin. Oh, Abu Majin, der kranke Heftige. Abu Majin ist sehr, 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 sehr verrückt, ehrlich. Da hat er einmal so ein Bild gepostet mit so einem Messer unten so und dann die Kuffar. Da will er so, da sagt er, da hat mein Bruder ihn konfrontiert damit. Da sagt er, na, ich meine doch gar nicht abstechen, ich meine so nur, vielleicht wollte ich nur ein wenig dir so ein Brot schmieren. Da sagt er, dieses Messer ist da, um Brot zu schmieren. Hallo? Ich meinte nicht die Kuffar abschlachten. Ich meinte damit Messer, mit Messer Brot schmieren. ist das ehrlich. Hey. So, wir wollen wieder diese eine Dings gucken. Ja. Das sagt dein Prophet, Allahs Messenger. Es gibt, ich glaube... Hier, bitteschön, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ja, aber guck mal, ich kann... Die Seite selber auf. Guck mal, ich kann doch die Quelle nicht überprüfen. Und ich will dir noch was sagen, hör mal zu. Wenn diese Quelle, wenn der Prophet das gesagt hat, ich glaube, das ist 100%. Siehst du, okay? Da fängt die große Katastrophe an. Wenn der Prophet das gesagt hat, glaube ich zu 100%. Das nennt man dann Indoktrination. Wenn die Muslime dann anfangen, Beweise außer Acht zu lassen und doch ihren Quellen zu vertrauen, obwohl sie wissen, dass es nicht wahr ist, dann fängt das Bösartige an. Und sobald das anfängt, besteht die Gefahr, dass die Muslime hier Anschläge verüben. Denn man kann ja gar nicht mehr mit ihnen reden. Sie sind ja sowas von indoktriniert. Die denken, alles, was im Bukhari und Muslim verzeichnet ist, ist die Wahrheit. Das ist das Problem, was wir haben. Und dann entstehen Terrorakte. Versteht ihr jetzt dieses Desaster? Dieses Dilemma? Muslime glauben also den Schriften, also ihren Schriften mehr als Beweise, die ja, beispielsweise Wissenschaftler gebracht haben. Und sie auch das selber nachprüfen können. Also es ist ja nicht so, als könnte man sich nicht hinsetzen und so eine Stunde lang eine Recherche betreiben. Damit man herausfindet, wo der Islam herkommt, was für ein Ursprung, wo der Islam herkommt, was für ein Ursprung. Amir, Islam wächst und wächst. Ja, natürlich, wenn ihr 100 Millionen Kinder macht, natürlich wächst der Islam. Amir, du siehst aus wie ein Chirurg. Ja, natürlich, ich muss den, muss meinen Patienten Islam behandeln. Debatte mit Hamzi, ja, natürlich, klar. Lass mich ausreden, Kufferpur! Lass mich ausreden! Das ist Debatte mit Hamzi. Lockout! Der erste Knockout! Immer Knockout. Das ist, jeder Satz von ihm ist Knockout. Man weiß gar nicht, was er da gerade gelabert hat. Das ist das Schlimme. Jeder Satz ist Knockout. So peinlich, ey, ehrlich. Wie oft willst du das noch sagen, Jack Jackson? Ich begrabe dich. Deine Kufferpur. Kufferpur. Oh, Knockout für die Kufferpur. Ja, wie gefällt euch euer... Das sieht auch majestätisch aus, ne?
Das sieht heftig aus, ne? Boah. Richtig, ich zieh gleich in die Schlacht. Das ist heftig, ey. Ja? Lass mich ausreden hier jetzt, komm. Was ist das für eine Krone? Ich habe keine Ahnung, Mann. Es ist einfach ein KI erstelltes Bild, Mann. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, mein Bruder. Ich hätte mal eine Frage an dich. Ja. Stimmt es, dass es im Koran steht, dass wenn die Frau gestorben ist, dass man 3 Tage noch immer mit dir Geschlechtsverkehr haben kann? Ja, laut einer Fatwa ist es möglich, dass solange die Frau, die jetzt verstorben ist, noch warm ist, dass der Mann dann mit ihr halt den Verkehr ausüben darf. Ach so, das ist dann echt krank eigentlich, wenn man so denkt. Ja, natürlich. Du musst dir nur mal den Hadith, du musst dir nur mal Sahih Bukhari, Hadith 1285 mal durchlesen, wo Mohammed einem anderen Muslim empfiehlt, runterzusteigen ins Grab und es mit seiner Tochter zu machen. Ach so. Und stimmt es, dass Allah laut Sahih Bukhari 74 Vers 74,39 ein Schienbein ist? Ich weiß gerade nicht. Ja, 4739, ja. 4739, ja. Ach so, das. Aber die Muslime wollen es dann nicht glauben und verleugnen es dann irgendwie immer. Es gibt viele Muslime, die das akzeptieren, aber darunter gibt es auch sehr, sehr viele, die das nicht wahrhaben wollen. Warte mal ganz kurz, ich denke mal. Ich wollte nur mal krassen Feedback geben von mir und meinem Bruder, weil wir schauen dich echt schon urlange und wir feiern dich auch über alles und sowas. Mein Bruder sogar noch mehr, er wollte schon immer mal mit dir live gehen, aber er kann es gerade nicht, weil er nicht zu Hause ist, weil er arbeiten ist. Aber es wäre mal so sein Wunsch, mal mit dir live zu gehen, so mal zu reden. So, ich bin wieder da. Hört ihr mich? Hörst du mich? Ami? Ja. Ja, ich höre dich hier noch. Ja, ich wollte dann nur sagen, weiter los. Also ich und mein Bruder, wir feiern dich schon urlange. Und wir schauen auch immer deine Lives. So. Und das ist halt so ein kleiner Wunsch von ihm, mal mit dir live zu gehen, mit dir mal ein bisschen reden, quatschen, lachen und sowas. Okay, ja, hol den hier rein. Will der, ist er da? Nein, der ist leider nicht da. Der ist halt arbeiten, aber... Ja, dann kann ich ja irgendwann mal... Wie es dann wird. Okay, alles klar. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Okay, passt. Ich wollte dann auch schon mal dann gehen. Okay, Gott segne dich und deine Familie. Mach's gut. Gott segne dich und deine Familie. Ciao. Du Amir? Ja. Na klar. Du Amir? Das ist nicht normal, ey. Da wäre auch mit dem Quatsch. Ich habe keine. Diese Kindergartenzeugs. Kein Nerv für so ein Kindergartenkram. Ja, das war dieser Kellerfriseur, genau. Fehlt nur noch, dass er gesagt hätte, lass mich ausschneiden. Lass mich ausschneiden! Lass mich ausschneiden mit dir jetzt. Mal gucken, was hier noch so abgeht.
Wie alle immer sagen, was ist das für ein Bild? Das ist einfach nur eine KI erstelltes Bild, Mann. Von Dr. Sheikh Abu Amir. Warte mal. Guck mal, ich schick dich jetzt erstmal auf Block. Keinen Nerv mehr für sowas. Wenn du tausendmal diese Anfragen schickst, reicht doch. War Mohammed ein guter, ja, er war ein guter Nackentherapeut. Er hat sehr gut Nacken therapiert und die Menschen von seiner Religion sehr gut mit Argumenten überzeugen können. Sehr gut. Er hat sehr viele Nacken therapiert. Er hat die Menschen nur mit Worten gewinnen können. Er hat niemals jemanden zum Glauben gezwungen. Er war ein sehr guter. Ja. Schäm dich, wofür denn? Dass ich die Wahrheit ausspreche? Warum schämst du dich denn nicht, ignorant zu bleiben? Ja genau, Kinder geheiratet, ein unschuldiges Kind angefasst, ne? Was willst du da noch, was ist das für ein Vorbild denn bitte? Schwert, Nacken, Kopfarzt. Ja, es gibt die sogenannten HNO-Ärzte, Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und Mohammed war auch so ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, im Sinne von ja, Nackentherapie. Hab Respekt, sorry, das geht gar nicht. Ach so. Ja, sollte ich lieber sagen, wenn du stolz bist auf das, was im Islam ist, dann geh und beiß in den Penis deines Vaters. Ist das besser? So wie dein Prophet geredet hat. Ist das dann besser oder was? Gefällt dir das besser, wenn ich dann so rede wie dein Prophet? Akzeptierst du mich und findest du mich dann auch, dass ich der beste Mensch der Welt wäre, wenn ich so rede? Hä? Amir, wenn zwei Moslems miteinander kämpfen, sagen beide Allahu Akbar, ja natürlich. Das haben wir auch am Beispiel des Islamischen Staates gesehen, als sie sogar Muslime, die haben ja sehr viele Muslime, die ganz normal gelebt haben als Muslime und gebetet haben, wie es das jenes, aber nicht mit dem IS einverstanden waren und anderen Gruppierungen angehört haben. Ja. Haben sie eiskalt massakriert. Und dann hast du gesehen, wie zum Beispiel in den Videos derjenige, der dann hinter jemanden stand, um ihn gerade umzulegen, Allahu Akbar ruft und der andere dann beispielsweise noch schnell die Schahada oder sowas ausspricht oder der Allah bittet um Vergebung und sowas. Das ist Wahnsinn. Ja, und dann, wenn beide Gruppierungen, die im Namen Allahs Fisabilillah kämpfen, natürlich schreien die beide Allahu Akbar. Und keiner weiß, wer gerade im Namen Allahs wirklich am Kämpfen ist. Amir, erklär bitte Sura 18, Vers 86. Ja, in der Sura 18, Vers 86 geht es darum, dass Alexander der Große an einem Ort angekommen ist, wo der gesehen hat, dass die Sonne in einer schlammigen Wasser untergeht. Ne? Ist das? Sura 18, Vers 86. Zulqarnain, oder wie heißt er im Islam? Alexander der Große. Zulqarnain, genau. Zulqarnain. Kannst du Sura 33, Vers 37 erklären? Ja, Mohammed hat eine sehr gute Tat begangen für die Muslime. Er ist halt natürlich der beste Mensch der Welt. Er ging also zu seinem Adoptivsohn nach Hause, wo er nicht zu Hause war. Und dann klopfte er an die Tür natürlich von seinem Adoptivsohn und fand da die Frau von ihm, leicht bekleidet. Die Frau öffnet leicht bekleidet die Tür und dann guckt der Mohammed sie an und begehrt sie in seinem Herzen.
und flirtet noch mit der Frau und dankt Gott, dass sein Herz gerade für diese Frau am Ausflippen ist. Das müsst ihr euch mal geben. Danke Allah, dass du mein Herz für sie ausflippen lässt. Und da hat der Mohammed die Frau von seinem Adoptivsohn ausgespannt. Und die Mekkaner der damaligen Zeit haben Mohammed für diese Tat verurteilt, weil das niemals in Ordnung war, sowas zu tun. Allah hat ein Kamel. 9013, heftig. Ja, Allah hat sogar einen Hund. Sure 53, Vers 1. Tafsir al-Tabari. Aber nochmal darauf zurückzukommen. Und dann hat der Mohammed die Adoption verboten. Muslime dürfen bis heute keine Kinder adoptieren, aufgrund von Mohammeds Trieben, die er nicht unter Kontrolle hatte und die Frau von seinem Adoptivsohn ausgespannt hat. Ja, weil die Leute getuschelt haben und gesagt haben, ja, wie kann er denn die Frau von seinem Adoptivsohn denn ausspannen? Und dann hat Allah aufgrund dieser Tatsache die Adoption verboten. Heftig. Eine gute Sache. Danke, Maria. Eine gute Sache hat der Allah verboten. Aber die Mutter, die Zeitehe hat er natürlich gelassen. Das ist natürlich eine tolle Tat. Also eine schändliche Tat in unseren Augen. Diese Zeitehe hat er erlaubt und noch für erlaubt erklärt. Aber eine gute Tat, wie die Adoption, Kinder, Waisenkinder aufzunehmen, hat der Allah verboten. Das müsst ihr euch mal geben. Wie traurig. Wie traurig der Mohammed seine Triebe und seine Gelüste über den über die Menschlichkeit setzte. Du wirst wieder gesperrt, man sieht dich. Ja, hast recht, ich muss wieder auf Inkognito gehen. Aber ich denke, ist auch nicht schlimm. Hier. Kamehameha! Da kriegt ihr ein Kamehameha von mir. Oh, seht ihr? Verstoßverwarnung. Das war's. Das war's hier. Ich komme jetzt gleich wieder. Bis gleich. Dr. Sheikh Abu, was ist das? Hast du mein Bild genommen? Dr. Sheikh? Hallo, was haben wir denn spielt? Mensch, ärger dich nicht. Ja, Mensch, ärger dich nicht, genau. Das ist das tollste Spiel überhaupt. Mohammed hat gesagt, man darf keine Brettspieler spielen. Hast du Bock? Komm, lass einfach nur matchen. Der Mohammed hat gesagt, wer Brettspieler spielt, der ist ein Kerl, ein Ungläubiger. Lass knacken. Ja, komm, nimm und er hat sogar gesagt, dass die Frauen, die ihr Gesicht zeigen, wie die Dame unter mir, eine HURE ist. Schöne Aussage, ne? Ganz ehrlich, ich bin hier nicht drin, um jetzt über die Religion zu diskutieren oder sonst was. Ja, aber ich muss euch ja aufklären. Und ihr habt eine gute Möglichkeit, auch gerettet zu werden durch den Herrn Jesus Christus. Jesus Christus liebt euch und hat sein Leben für euch gegeben. Um was geht's denn hier überhaupt? Der größere Bruder hat als der, der sein Leben für euch gegeben hat. Gott ist Segen, ihr wundervoll. Möge der Jesus Christus euch Segen, behüte und beschütze. Ihr müsst zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen, damit ihr gerettet werdet. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Der Jesus Christus kommt bald zurück und wird zur Entrückung ansetzen. Und er kam hier auf diese Erde, um ein heiliges, makelloses, perfektes Leben zu leben, damit ihr mit diesem makellosen, perfekten, heiligen Leben dann auch bereit ist, eure Schuld am Kreuz zu tragen. Und er hat die Schuld am Kreuz getragen. Für alle Menschen, denn so heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Gott möchte nicht, dass die Menschen in die ewige Verdammnis gehen. Er möchte euch auch retten. Folg mir mal. Damit ich dich wieder reinholen kann. Gott will euch retten. Kein ich hab dich Problem. Gefolgt. Ihr müsst einfach zu Jesus kommen. So wie ihr seid. Gleich. Einfach kommt so wie ihr seid zu Jesus Christus an seinem Kreuz und alle direkt raus. Denn ihre Ohren ertragen das Evangelium nicht. Wahnsinn, ne? Verwarnung. Für Evangelium predigen. Verwarnung. Wahnsinn, ey.
Da seht ihr, was für ein Satanistenhaufen diese App ist. Bis gleich, ihr Lieben, bis gleich. Für Evangelium predigen Verstoß bekommen. Das kannst du keinem erzählen. Tag, was ist das für ein Hobby? Guten Tag, Tag, was ist das für ein Hobby? Meintest du das bestimmt, ne? Tag, Tag, was ist das für ein Hobby? Hello. Müll entfernt von der Straße und so weiter, dann wird man dafür inshallah belohnt. Kriegt man Hasanat, wenn man die Umwelt schützt, inshallah. Inshallah. Wenn man, Umwelt schützt, wenn man Müll entfernt von der Straße und so weiter, dann wird man dafür inshallah belohnt. Inshallah, die wissen es noch nicht mal. Also die Erde sauber zu halten, das wissen die nicht, ob Allah das so belohnen würde. Ne? Inshallah, vielleicht, weiß man nicht. Also so Gott will, belohnt er euch das. Auch wenn er es nicht belohnt, sollte man die Umwelt nicht sauber halten. Ich weiß nicht, ob diese Leute überhaupt noch ein Gehirn haben. Was die da einfach beantworten, das kannst du keinem erzählen. Dieses, boah, das ist so krank, das ist einfach so krank. Ich würde so Wut bekommen, wenn ich Muslim wäre, ne, und diese Leute solche Fragen beantworten, ne. Das ist so unglaublich, ne. Ich würde sofort den Islam verlassen und sagen, das hat nichts mehr mit Gott zu tun. Das ist einfach nur Hirnlosigkeit. Man merkt richtig, dass es einfach nur Hirnlosigkeit ist. Ja. Die reden darüber, ob Gott ihnen Hasanat, also gute Taten aufschreibt, indem sie die Umwelt sauber halten. Das kannst du keinem erzählen. So, ist das ein Thema, worüber man redet, oder hält man die Umwelt und seine Umwelt, wo man überhaupt lebt, immer sauber? Unabhängig davon, ob Gott dir dafür Belohnung gibt oder nicht. Wie peinlich wollen die sich noch machen? Bitte, Leute. Wie peinlich wollen die sich noch machen? Deswegen kann er nur Schweinfurt fragen, Mann. Schweinifurti. Schlimm, schlimm, genau, schlimm, schlimm. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ex-Muslim? Ja. Bist du eigentlich Jude? Also, ich habe das mal gehört. So. Ob ich Jude bin? Ja. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht habe ich jüdische Wurzel. Kann sein. Weiß ich nicht. Okay. Stopp. Bist du ein Jude? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ist das schlimm, ein Jude zu sein? Fragen wir es mal so. Hat mich nur interessiert so. Ach so. Ja, also ich weiß, es kann sein, dass ich ein Jude bin. Bist du für Israel in diesem Konflikt gerade? Ich bin für Jesus Christus. Das bin ich, genau. Für Jesus Christus und ich weine für beide Parteien. Okay, okay. Ja. Ich komme jetzt gleich wieder, ich hole dich gleich wieder rein. Okay. So, da bin ich wieder. Wo bist du hin? Kommen du hier bei mir, ich sage dir, bei Sheikh Abu Amir. Kommen du bitte hier, wo bist du, meine Kleine? Wo ist der hin? Muslime sagen immer, der Islam wird siegen. Jesus sagt, aber ich habe diese Welt schon längst besiegt. Ja, sehr gut, genau. Dass der Herr Jesus Christus auch diese Welt überwunden hat. Ne? Er hat am Kreuz alles getan, was über ihn geschrieben wurde. Er hat die Sünden der Menschen getragen und der Weg zur Vergebung ist frei. Jeder kann selber entscheiden, ob er den Weg mit Jesus gehen will oder ob er den Weg mit Religionen und Ideologien gehen möchte. Aber dann wird er den großen Preis bezahlen. Denn dann wird er für alle Ewigkeiten seine Seele aufs Spiel setzen und es gibt niemanden, der für ihn bezahlt. Das war's. Ja, Jesus, so müsst ihr euch das vorstellen. Die Muslime raffen nicht, dass Jesus zwei Seiten hat. Er kann hier auf der Erde euer Retter sein, ne? Also nicht nur an die Muslime, auch an die anderen. Der Jesus Christus kann hier auf der Welt der Retter sein,
Aber wenn ihr ihn nicht annimmt, so wird er euch als Richter begegnen. Vucic, geh weg. Vucic, geh weg. Geh da. Komm, ich bin live, Lisa. Komm. Wo denn? Internet live? Internet live. Komm rein. Live ist live. Da ist Abu Hetzerei ist auch hier. Nein. Abu Hetzman. Hier ist Abu Hetzerei. Abu Hetzman ist auch hier. Ich war mal Hetzer. Dann habe ich Armee kennengelernt. Mach nur ein bisschen Fitness für mich, nicht immer fit halten. Okay, schade. Sehr schade. Was ist das? Warum das möchtest du denn? Ich habe ein YouTube-Format. Ein YouTube-Format? Das heißt, genau, das heißt, wir testen und dann teste ich immer verschiedene Leute. YouTuber, Kampfsportler, Leute, die mit Sport gar nichts zu tun haben. Meistens geht es eher um die Geschichte von den Menschen, weißt du? Und ich kenne dich, sehe viel von dir und vielleicht kannst du dich ja da, ja, wäre cool gewesen. Ja, ich mach mal so. Aber Dankeschön für dein Anruf. Ich bitte dich einmal, das Problem ist, dass du nicht mehr viel Zeit hast. Du kannst ja jeden Tag in den Tod gehen. Dass du dich hinsetzt und einmal die Evangelien liest und schaust, was der Jesus Christus für dich getan hat. Das wäre wichtiger, ne? Das wäre viel, viel wichtiger, als diese ganzen Formate zu machen. Weil der Tod ist ja sicher, das weißt du ja. Ne? Eines Tages wirst du sterben, mein Lieber. Und dann musst du herausfinden, was mit deiner Seele passiert. Ja. Was bist du, Iraner? Ich bin Kurde. Ach, Kurde, ja. Ach, Kurdi. Kurmanji? Ich bin Kurmanji, ja, genau richtig. Kurmanji, Kurdi, Kurmanji, ja. Was bist du? Du bist Türke, ne? Ich bin Iraner. Ich bin Iraner. Iraner? Ja. Okay. Und du heißt Ex-Muslim, das ist so dein Name? Ja, das ist mein Synonym, den ich mir gegeben habe. Mein okay. Ich habe den Islam ja verlassen und seitdem bin ich ja der Ex-Muslim schlechthin hier. Du bist dann Christ, wa? Ich bin Christ geworden, ja. Ich habe die Wahrheit in Jesus Christus erkannt und sie auch angenommen. Was unterscheidet den Islam von dem Christentum? Ja, der Islam sagt ja, dass du aus deinen eigenen Werken heraus dir das Himmelreich so verdienst. Und wenn man sich das mal so betrachtet, dass der Allah dann auf einmal verspricht, im Himmelreich mit zwei seiner Schwestern gleichzeitig dann SEX zu machen und auch ANAL-Verkehr zu haben und Allah dann erlaubt, mit allen weiblichen Verwandten im Himmelreich dann SEX zu machen, das heißt Cousine, Nichte und ja, außer deine Mutter und deine Tochter, sonst ist dir alles erlaubt in Allahs Himmelreich. Und Allah macht dein PNIS. Ah, jetzt ist er rausgegangen. Das ist ein bisschen zu hart gewesen. Die Wahrheit. Das ist doch nicht mal alles. Das war nur 5% und er hat einen Herzinfarkt bekommen. 0,1%? Was für 5%? 0,1%? Stell dir mal vor, du würdest 10% geben. Oh, danke, Mrs. Mann. Ja, das ist das, ne? Die ertragen das nicht, ne? Was das für eine Religion auf einmal ist, ne? Der Allah sagt ja in Tuhfatul Habib, also was heißt Allah, der Muhammad, der Al-Qurtubi zitierte seinen Propheten, ne? Dass er in Tuhfatul Habib Al-Shal-Khatib auf der Seite 352 erlaubt, dass man im Himmelreich, in Allahs Himmelreich, dann SEX mit zwei Schwestern gleichzeitig haben darf. Und dass der Allah dann ja, den PNIS so dick und so lang macht wie eine Palme. Also so unglaublich. Ja. Oh, danke schön, Dr. Sheikh. Wird der Mensch aber genauso groß bleiben und sein Ding wird nur 1 Kilometer oder? Ja. Das heißt, der wird selber den Himmel nie sehen oder was? Weil das Ding immer seine Sicht versperrt. Also, ja genau, das habe ich auch nicht dran gedacht. Also. Das ist immer vor deinen Augen. Du kannst, das musst du die ganze Zeit, du musst kämpfen wie Don Quixote gegen nein, diese Lichtschwerter. Luke Skywalker. Das und dann bist du mit den anderen Muslimen, die auch eine Palme haben, so am Kämpfen. Ja, das ist die Frage, ob du noch was sehen kannst, ne? Das ist so traurig. Vielleicht musst du ja auch Dings einbauen, Scheibenwischeranlage oder so dran. Wahnsinn. Ja, und der Hintern der Hudis ist ja dann 1,6 Kilometer breit, damit die das aushalten, ne? Weil wie willst du das denn machen mit so kleinen, du weißt schon was. Daran hat Allah auch gedacht, ne? Musnad Ahmad hat die 10511. Das ist verarscht, Alter.
Das kann nicht wahr sein, genau. Ja, da lobe ich mir meinen Herrn Jesus Christus, der uns wegholen will von so einem Himmelreich, das sich so anhört wie Hugh Hefners Playboy Bunny Menschenparty. Und der Jesus Christus heilig bleibt, gerecht bleibt und der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, ne, der uns sowas nicht verspricht. Für jemand, der 720 Jungfrauen im Jahr hat. Ex-Muslim. Ja, Habib. Wie geht's dir? Handel Jesus, mir geht's gut, mein Kleiner. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ja, ich hast du heute schon ein bisschen die Evangelien gelesen? Ich bin Christ. Ja, hast du heute schon ein bisschen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus gehabt oder warst du die ganze Zeit Fortnite am Zocken? Immer dabei. Ja, das spielt keine Rolle. Du kannst ein Kreuz tragen und aber keine Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Was ist das? Meinst du, ein Kreuz lässt dich jetzt Christ sein oder wie meinst du das? Nee, aber ich habe Gemeinschaft mit dem Herrn. Ja, wie lange hast du die Bibel nicht mehr gelesen? Bleib ehrlich. Eine Woche. Hallo? Ich wollte dich mal zum Thema ABK. Ja, Wie lange hast du die Bibel nicht mehr aufgeschlagen? Sei ehrlich. Letzte Woche. Ich habe hier eine zu Hause. Ich kann dir die ruhig zeigen. Keine Letzte Probleme. Woche? Ja. Warte, ich suche die. Ah, hier ist sie. Schau. Ja, sehr gut. Dann liest uns mal ein bisschen daraus vor. Boah, ich bin gerade drank. Können wir es nach der Runde machen? Geht das oder soll was, ich jetzt was vorlesen? Bist du? Was bist du? Drank? Den Fortnite ranked. Nee, du lässt da alles stehen und liegen für Jesus Christus und dann liest du das Wort. Okay, Ex-Muslim. Aber kannst du dich mal zu ABK äußern? Was hältst du von ABK? Wir brauchen kein ABK, wir brauchen das Wort Gottes. Das ist wichtiger als ABK. Dieser Ausländer braucht Kohle. Oder asozialer Betrüger-Kanake. Okay, aber was hältst du von Sammy Delarue? Auch unwichtig. Sammy Delarue sind alles Kuffar und verdienen eine Nackentherapie von ihrer Religion. Aber alles Kuffar. Barbecue machen, so wie ihre Religion sagt. Barbecue-Fest mit Sammy und ABK. Ja, da kannst du direkt aus ihnen Barbecue machen. Möchtest du vorlesen? Du liest mal ein wenig aus dem Johannesevangelium vor. Ja. Ja, lies mal Johannes Kapitel 14 vor. Sehr gut, mein Kerl. Johannes, oder? Ja, genau. Der Apostel Johannes. Das Evangelium nach Johannes. Der erste Brief? Nein, nicht der erste Brief, sondern Johannes. Evangelium. Hast du? Ja, Moment, ich suche das gerade. Ich suche bei dem Inhaltsverzeichnis. Okay, sehr gut. Johannes. Ja, auf Anhieb das Johannes-Evangelium. Ich finde das schon heftig. Ja, das ist nicht umsonst, dass ich dich hier angenommen habe und ich dir das gerade sage. Der Herr möchte das heftig. Ja, der soll ein bisschen fleißiger. Genau, der soll ein bisschen fleißiger sein. Der soll das investieren, was er in diese Fortnite investiert, in den Herrn investiert. Ich hab die Seite gefunden. Okay. Soll ich den ersten Absatz einfach lesen? Nein, du gehst bitte da, wo 14 steht, also Kapitel 14. Ach so, ja, Johannes okay. Kapitel 14. Ex-Muslim.
Oh, danke. Sechs Muskelmann. Soll ich lesen? Ja, bitte, Johannes, Kapitel 14, bitte lesen. Mein Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich auch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin, soll ich weiterlesen, oder? Ja, natürlich, klar, weiter. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohne ich gehe, den Weg dorthin kenne ich. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Habt ihr das alle gehört? Niemand kommt zum Vater als nur durch den Herrn Jesus. Weiter. Sorry. Wenn ihr mich erkennt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sagte, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubst mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaub aufgrund eben dieser Werke. Amen. Amen. Ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen. Denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinen Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bitten werdet, werde ich es tun. Amen. Sehr gut. Wundervoll, ne? Was wir den Herrn Jesus bitten in seinem Namen, das wird er uns tun. Siehst du? Wir sollen den Herrn Jesus Christus bitten. Ja. Und er wird es uns tun, weil Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der Gebet erhören kann. Wundervoll. Ja. Das hast du super gemacht. Ich wünsche mir, dass du dir mehr Zeit nimmst für den Herrn Jesus Christus und ja, dieses Zocken da ein bisschen beiseite lässt, weil ja, du siehst, wie der Satan versucht, dich da abzulenken mit dieser Zockerei und so, dass du ja, dein geistlicher Zustand dann immer weiter sinkt und du keine Gemeinschaft mit dem Herrn hast. Das ist ja die Aufgabe des Teufels, dich wegzuholen vom Herrn. Denn er läuft wie ein brüllender Löwe umher, um zu verschlingen, wen er kann. Gerecht. Ja, das war kein Zufall, dass du jetzt gerade hier mir eine Anfrage geschickt hast und ich das angenommen habe und du auf einmal das für uns alles vorgelesen hast. Hast du deine Schuld vor ihm bereut, mein Lieber? Bist du von neuem geboren? Ja, also bereut habe ich nicht, nein. Dann siehst du, das ist das Problem. Es muss eines Tages, muss es in deinem Leben einen Zeitpunkt geben, wo du den Herrn Jesus Christus bewusst in deinem Herzen aufnimmst und deine Schuld vor ihm bereust, in einem Gebet. Du trittst vor Jesus Christus in einem Gebet vor ihm und bereust deine gesamte Schuld, die du in deinem Leben getan hast und bittest ihn, in dein Herz zu kommen und deine Schuld zu tragen. Hast du das schon mal getan? Wie bitte? Ich habe dich gerade schlecht verstanden wegen meinem WLAN. Ich habe gesagt, hast du schon mal eines Tages in deinem Leben, gab es einen Moment in deinem Leben, wo du den Herrn Jesus Christus bewusst in deinem Herzen aufgenommen hast und deine Schuld vor ihm bereut hast? Das hast du nicht, ne? Ja. Nee, eigentlich noch nicht. Das hast du noch nie getan. Hast du noch nie deine Knie gebeugt vor ihm und deine Schuld vor ihm bekannt und hast ihn als deinen Herrn und Heiland bewusst angenommen?
Also, ob ich meine Schuld bei dem bekannt gegeben habe oder wie? Genau, hast du schon mal in einem Gebet, bist du schon mal auf die Knie gegangen und hast du deine Schuld vor ihm bereut und gesagt, Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ja, ich komme heute zu dir mit all meiner Schuld und lege sie bei dir ab. Ich glaube, dass du stellvertretend für mich gestorben bist. Glaube an das Werk am Kreuz. Ich bitte dich, mich zu reinigen und mir deinen Heiligen Geist zu schenken, zu senden, auf dass ich von Neuem geboren werde, dass ich auf dem Weg zum ewigen Leben bin, Herr Jesus. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hast du das getan, mein Lieber? Gab es mal einen Moment in deinem Leben, wo du es getan hast? Ja. Was? Ja, den Moment gab es. Ja, ja. Ja, hast du es gemacht? Ja. Ja, aber gerade hieß es noch nein. Nee, ich habe es nicht richtig verstanden aufgrund meines Fehlern. Das habe ich dir aber, glaube ich, auch schon gesagt. Bist du gerade am Zocken oder was machst du da gerade? Nee. Ja, weißt du, dass du von Neuem geboren werden musst, ne? Der Jesus Christus sagt ja, dass die Wiedergeburt die rettende, ja, der rettende Glaube ist, ne? Dass die Wiedergeburt und dass die Bekenntnis zur Buße, also Bekenntnis zum Herrn Jesus Christus, die Buße und die Umkehr die Wiedergeburt bezeugt dann, ne? Mein Lieber, ich hoffe natürlich, dass du selber nochmal darüber nachdenkst und das auf dich einwirken lässt. Willst du nochmal für uns Johannes 3, Vers 3 vorlesen? Geh mal zum Johannes-Evangelium. Schlag nochmal die Bibel auf. Ja. Vers 3? Nein, Johannes Kapitel 3. Ja. Vers 3. Oder ab Vers 1, kannst du auch lesen. Es war da einer von den Pharisäern namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden, der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gottes gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sag dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ja. Weiter. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Kann er etwa in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und noch einmal geboren werden? Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sag dir, wenn jemand nicht aus dem Wasser und den Geist geboren wird, kann er nicht aus dem Reich Gottes kommen. Warte kurz, mein Vater ist gekommen. Ich muss ihm kurz antworten. Wie schaffst du? Wie der Satan auf einmal so stört, ne? Das ist heftig, ne? Guck mal hier, die auch, die stören so, die anderen, das ist heftig. Die wollen das nicht zulassen, guck dir das mal an. Boah, heftig. Leben unter Natur und, wie heißt die? Dusa, diese zwei, das ist unglaublich, lass mal nicht locker. Leben unter Natur und Dusa. Was für zwei völlig fertige Mädchen, das ist unglaublich. Die sehen, dass ich das ablehne und die schicken mir weiter. Wie fertig sind diese beiden, bitte? Wie fertig kann man nur sein? Das ist vom Satan, Medusa, ne? Ja, Medusa und Leben unter der Natur, genau, sowas. Wie fertig die beiden sind, das kann sich keiner vorstellen. Peinliche zwei Kreaturen, glaube ich. Die sehen, dass ich das ablehne und die machen die ganze Zeit weiter, die ganze Zeit weiter. Ihr zwei peinlichen Figuren hier. Von Satan direkt beauftragt. Das ist unglaublich.
Sind das dieselben? Die machen es immer. Die machen es immer die ganze Zeit weiter. Ist vielleicht dieselbe Person. Nee, das sind. Die suchen Aufmerksamkeit, ne? Was mit dem Jungen passiert? Der ist irgendwie weggegangen, gerne, ne? Ja. Dämonen. Armin, du sagst, du bist auch jeden Tag unterwegs. Ja, ich bin natürlich immer unterwegs. Dr. Stefan, aber mehr ja, kein Problem. Lies bitte weiter, damit die Leute das auch hören. Moment, ich muss kurz durch. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsstet von oben geboren werden. Siehst du Jesus Christus? Das ist das berühmteste Gespräch, das geführt wurde, als dieser schriftkundige Pharisäer den Herrn Jesus Christus gefragt hat, ja, wie kann ich denn gerettet werden? Und da sagt der Herr Jesus Christus, du musst von Neuem geboren werden. Und dann sagt der Herr Jesus Christus, du musst aus Wasser und Geist von Neuem geboren werden. Und das bedeutet, dass du deine Schuld komplett vor ihm bereuen musst. Und das muss eine Umkehr in dir bewirken. Dass du dein altes Leben aufgibst und ein neues Leben mit Jesus Christus anfängst. Und der Heilige Geist, den du empfängst, der wird dich dann transformieren zu einer neuen Kreatur. Denn so sagt es auch der Apostel Paulus. Siehe, das Alte ist vergangen und das Neue ist geboren. Okay, gut zu wissen. Bist du eines Tages mal auf die Knie gegangen und hast in einem Gebet dein ganzes Schuld vor Jesus Christus bereut? Ja. Hast du? Ja, habe ich. Ja, okay, dann ist gut. Dann ist okay. Wenn du das wirklich getan hast, dann... Nicht nur zögern, sondern lesen. Okay, mein Lieber, dann wünsche ich dir auf jeden Fall Gottes Segen. Lies immer fleißig in der Schrift und hab Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus, ja? Ja. Gottes Segen, mein Lieber. Ja, möge der Herr Jesus Christus ihn festigen. Ja genau, betet für ihn, ne? Dass er gestärkt wird, dass er ein bisschen wegkommt von dieser Zockerei und dass er ja, zum Herrn richtig dann kommt. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne euch und eure Familien. Schönen Abend. Wie geht's euch? Ja, Handel Jesus, gut. Wie geht's dir? Amen, amen. Bisschen angeschlagen, bisschen husten, aber sonst gut, dank dem Herrn Jesus Christus. Ist doch für du. Hier ist mein Auto. Ja, was ich sagen wollte zu dem Jungen, lasst uns alle für ihn beten und nicht urteilen über ihn, weil ich habe ein paar Sachen hier im Chat gelesen, die nicht so schön sind. Und ja, gibt den Leuten. Ja, ist nicht schlimm. Ja, die Leute, die jeder gibt seine Meinung hier wieder. Wenn wir uns jetzt auf jeden einzelnen Kommentar beschränken, ist ja Wahnsinn, werden wir wahnsinnig. Also mir sind die Negativen aufgefallen, so die halt ihn ein bisschen geurteilt haben, finde ich nicht so schön, weil die Leute sehen das hier, wie die Christen sich benehmen und wir sollten ein Vorbild sein. Und wenn vor allem Muslime hier im Chat reinkommen und die sehen dann, wie sich manche benehmen hier. Ja, das ist ein falsches Bild, das wir da geben. Das ist ja noch schlimmer. Wenn du also siehst, wie Muslime dann anfangen, da rumzubrettern, dann sind ja die Christen die geiligsten überhaupt. Ja, ja, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ja, ja, das siehst ist, das du? Also siehst du, dass die Christen sich ja 10 Millionen Mal besser benehmen als alle anderen. Ey. Das ist ja heftig. Das, natürlich, ja, natürlich. Sagen sie hier und da, wenn sich jemand zu Christus bekennt und hier und da mal was gelesen hat und dann auf einmal da irgendwelche Sachen am Machen ist im Hintergrund und mir nicht zuhört, dann natürlich kommt der ein oder andere und sagt, dass es respektlos ist. Und dies und das und jenes. Ich weiß. Du musst auch die Meinungen anderer akzeptieren. Ne? Du musst den Schwachen in seiner Schwachheit akzeptieren und aufnehmen. Ne? So wie der Apostel Paulus das auch gesagt hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn dann die, wir sollten nicht die Möglichkeit geben, so die Leute, die dann reinkommen und dann sehen die, ah, guck mal, weil die,
die nutzen das dann aus und wir sind nicht so wie die, ne? Und die nutzen das dann aus, sagen, guck mal, die und die urteilen über die und anstatt für den zu beten, ist natürlich nicht die Mehrheit, aber ich wollte einfach nur appellieren, füreinander zu beten und nicht zu urteilen. So, das ja, die meisten hier drinnen, natürlich sind sie dafür, dass man für ihn betet und für die anderen auch. Das ist halt diese außer Frage, sowas steht ja außer Frage. Das ist klar, dass jeder hier drinnen sagt, wir beten für ihn, ist ja gar kein Problem. Nur wenn, mitten im Gespräch regen sich einige auf, was normal ist, ist menschlich. Ja, wenn dann klar, halt so Dinge rauskommen und dann diese Respektlosigkeit so ein bisschen so komisch, ne? Also ich will es gar nicht verurteilen, also na klar war es ein bisschen respektlos, wenn er mit dir redet und dann da zockt, aber ich glaube, der war ziemlich sehr, sehr jung. Ich habe ihn auch nicht deswegen verurteilt, ich habe ja gesagt, ist ja kein Problem. Der kam ja und dann habe ich gesagt, kein Problem. Ja, ich glaube, der war auch ziemlich jung. Ja, genau, so war das. Ja, Bruder Amir, ich habe eine Frage und zwar, ist vielleicht nicht so wichtig, aber vielleicht kannst du mir nochmal erklären, wo im Koran oder ob es im Koran drin steht, dass Allah sagt, Frauen haben Spermien in den Rippen. Ob du mir das nochmal vielleicht sagen kannst? Ja, das befindet sich in Sure 86, Vers 6 bis 7. Und dazu musst du den Tafsir von Ibn Kathir durchlesen. Der erklärt das dann, was Allah damit meint. Okay, okay. Sure 86, 6 bis 7, ja? Ja, genau. Sure 86, 6 bis 7, Tafsir Ibn Kathir. Okay, okay, okay. Ja, ja. Ich, und du hast noch eine Frage? Nee, das war's. Ich wollte vielleicht nochmal beten zum Abschluss, wenn es okay ist. Ja, gerne, natürlich, klar. Ja. Bete vor. Ja. Himmlischer Vater, ich bete für jeden hier Einzelnen im Stream, dass die Message von Amir die Leute erreicht in Jesus Namen und ich bete, dass du ihm auch Kraft gibst, auch diese Gespräche und alles, kostet alles Kraft. Dass du ihn aufmunterst und dass du ihm mehr Kraft gibst und dass du ihn mehr mit dem Heiligen Geist noch mehr erfüllst, dass du ihn behütest und beschützt und ja, lass, dass er weiter seine Aufgabe vollbringen kann in Jesus Namen. Stärke ihn, behüte ihn, beschütze ihn und ja, behalte ihn gesund und ja, danke für alles und in Jesus Namen. Segne diesen Stream, segne diese Leute, die alle hier drin sind, dass Liebe herrscht hier und kein Hass, kein Streit und lass, dass viele, viele Leute erreicht werden, die noch nicht von Jesus wissen, Herr. Und ja, in Jesus Namen, danke für alles. Amen. 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 Danke dir für dein Gebet. Sehr gerne, sehr gerne. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch und deine Familie. Und ich wollte dir nur sagen, dass vielleicht weißt du das, dass viele, viele Muslime auch sagen, ja, du warst gar kein Moslem und alles. Und, aber das weißt du ja alles schon. Für dich ist niemand ein Moslem. Geh mal zu einem Sunniten und frag ihn mal, ob Schia Muslime sind. Geh mal zu Schia und frag mal, ob die Sunni Muslime sind. Beide sagen, es sind Kuffar. Ja, also ich lach sowieso aus, weil ich sag dann immer, der Mann hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und natürlich war er Moslem und ach, ist egal. Kann man. Also nicht Worte der Rede wert, also ich nicht, diese nicht Leute der auch. Rede wert, du sagst es. Okay, mein Lieber. Mein Lieber, Gott segne dich, ja. Viel Kraft weiterhin. Und ja, ist dein Bruder im Auto, oder? Bitte? Ist es dein Bruder im Auto oder ist es? Nee, der ist ausgestiegen. Ich hab den rausgelassen. Er musste was erledigen. Okay. Sag ihn auch Gottes Segen und schönen Abend, ja? Ja, alles klar. Gott segne dich. Mach's gut. Gott segne dich. Ciao, ciao. Ciao. Hallo? Hallo? Ich habe eine Frage. Warum steht da in den Namen Ex-Muslim und nicht Christ? Weil ich den Buddhismus verlassen habe. Das finde ich schon sehr komisch. Das ist schon komisch, ne? Ex-Muslim, das hört sich eher so an, als ob du die ganze Zeit nicht nur mit dem Islam befasst, aber nicht mit dem Christentum. Als ob die ganze Zeit in deinem Kopf drin ist, aber nicht das Christentum an sich.
Also als ich den Koran gelesen habe, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, dass sich Allah nur mit dem Christentum und dem Judentum und mit den Ungläubigen beschäftigt. Das war schon sehr komisch für mich. Das, ich finde das, find das eher komisch, dass du da so, dass du so eine Obsession mit dem Islam hast. Ich habe keine Obsession mit dem Islam. Ich möchte nur nicht, dass diese Religion hier Fuß fasst und dass die Lügen des Islams aufgedeckt werden und dass Mohammed als derjenige angesehen wird, der er ist, nämlich gar kein Prophet. Ja, also, nämlich also der bist du dann eher so von Hass getrieben? Einfach ein Prophet zu sein. Du bist also eher von Hass gegen den Islam getrieben? Ich frage dich mal. Würdest du jemanden akzeptieren, der über dich Lügen verbreitet, oder würdest du das Ganze klarstellen? Was würdest du machen? Aber das kann man nicht vergleichen, finde ich. Kannst du nicht vergleichen. Nee, das ist nicht vergleichen. Religion, das ist ja nicht eine Person. Du kannst nicht solche, kannst nicht einen Menschen mit einer Religion vergleichen. Unabhängig davon, wenn ich Lügen über dich verbreite, würdest du es klarstellen und versuchen, das Ganze dann richtig darzustellen, oder würdest du einfach Leute einfach weiter über dich lügen lassen? Ja, wenn du, aber das, du kannst das nicht vergleichen. Das ist ja nicht, der Islam ist eine Religion und kein Mensch. Du personifizierst so die gesamte Religion. Das ist ja kein Problem. Wir gehen ja davon aus, dass jemand über dich Unsinn erzählt, über dich Dinge erzählt, die nicht stimmen. Würdest du es im Raum stehen lassen oder würdest du dagegen vorgehen? Wie ich schon bereits erwähnt habe, finde ich, ich weiß, wo du hinauf willst mit diesem Argument, aber ich finde dieses Argument nicht gut. Das kannst du nicht vergleichen. Danke dir von ganzem Herzen. Dankeschön, dass du da bist. Ich finde dieses Argument nicht gut. Habt ihr es gehört? Ich finde dieses Argument nicht gut. Das heißt, ja, gut, jeder kann ja dann einfach Dinge in den Raum werfen und keiner darf mehr darüber reden und wir sollen das einfach so akzeptieren. Wie verrückt sind die Leute geworden, Mann? Da macht sich eine Religion hier breit, die den Anspruch erhebt, die letzte Offenbarung Gottes zu sein, und wenn du den Gesandten Gottes ablehnst, so lehnst du Gott ab und du musst in die Ewigkeit gehen, weil die Muslime dich nackend therapieren oder von dir Jizya verlangen. Habt ihr es jetzt begriffen, was hier abgeht? Das sind Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was der Islam ist, was für eine Vereinigung der Islam ist, was der Islam in Wahrheit ist. Unglaublich. Wir haben es absolut. Das ist das Problem. Guck mal, wie leicht es den Islam gemacht wird durch solche Leute. Und wie er, es sind ja Tausende zu Zigtausenden hier in diesem Land. Sie rollen also einer mörderischen Ideologie den roten Teppich aus. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Weil diese Leute zu faul sind, sich hinzusetzen, um herauszufinden, was der Islam in Wahrheit ist und was der Islam vorhat, kommen sie und machen mich an. Das ist so krank. Das ist so krank. Ja, der Herr Jesus Christus hat uns die absolute Autorität darüber gegeben, die Finsternis aufzudecken, und dazu gehört auch der Islam, und die falschen Propheten ans Tageslicht zu bringen. Ne? Hütet euch von den falschen Propheten, sie kommen in Schafskleidern zu euch. Inwendig sind sie aber reichste Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und wir decken diese Früchte auf. So sieht's aus. Was für Leute ich manchmal hier, das ist nehmen die sich denn selber keine Zeit für dieses Thema mal, um herauszufinden, was das Ganze auf sich hat, anstatt hier reinzukommen und sich dann so dermaßen mit solchen Aussagen zu demolieren und zu blamieren, oder? Also sie sehen, dass der Islam seine eigene Rechtsprechung hat und wo die Muslime die dominierende Mehrheit bilden, wie man mit Andersgläubigen dann umgeht, das sehen die auf einmal nicht. Aber die sehen und haben einen Anstoß an meinen Namen, weil ich Ex-Muslim heiße und über den Islam aufkläre und die Leute zu Jesus Christus rufe. Das stört die. Aber dass die Muslime hier Hände und Füße Nackentherapie verpassen, das stört sie nicht. Dass der Allah sie alle als Kuffar und schlimmer als das Vieh betrachtet, das ist völlig egal, ne? Unfassbar. Das ist so traurig. Das ist einfach nur noch traurig. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja, das sind Leute, die einen dann runterziehen wollen mit ihrer Art und Weise. Ne? Der hat schon begriffen, was ich sagen wollte. Ne? Dass man Dinge klarstellen sollte, die ja jemand behauptet über dich. Ne? Thank you.
euer Leben. Ich glaube, ich mache mal jetzt langsam Feierabend, ehrlich. Mein Kopf ist auch schon wieder voll am Rauchen, ehrlich. Richtig übelst. Tut schon alles weh. Das Ganze tut mir richtig weh, ehrlich. Das Ganze tut mir richtig weh. Mit was wir es hier zu tun haben. Ne? Kein Wunder, dass dieses Land den Bach runtergeht. Aber gut, das alles ist ja geschrieben. Das steht ja geschrieben. Aber dass die Menschen so ignorant sind, hätte ich niemals gedacht. So ignorant, das ist unfassbar. Feierabend, wie du duftest, genau. Ich sitze jeden Tag im Schulbus und die Kinder möchten alle leben. Okay, ihr Lieben, dann möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke für alles. Danke für das Teilen. Danke für die Likes. Danke für diese Geschenke und alles. Danke schön, Cousins. Möge der Herr euch wirklich reichlich segnen. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Äußert euch. Sagt eure Meinung. Lasst euch niemals den Mund verbieten, egal was ist. Denn das wollen sie machen, ne? Die wollen euch einschüchtern. Sie wollen euch bedrohen. Aber lasst das nicht zu. Egal was ist, lasst das nicht zu, dass diese Leute durch diese Bedrohung und alles das Ganze aufhalten wollen. Nein. Das Ganze wird weiterhin vollzogen und durchgezogen. Gottes Segen, ihr Wundervollen. Haltet am Herrn fest und lasst euch nicht von dieser Religion hereinlegen. Denn diese Taqiya soll aufgehalten werden. Diese Religion soll Einhalt geboten werden. Und ja, ans Tageslicht gebracht werden. Amen. Gottes Segen, ihr Wundervollen. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen. Amen. Mach's gut. Ciao.